Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Luigi Mansion 3. Ja, gestern hatte ich ja schon angefangen zu spielen und hatte ja auch gleich eine über 30 Minuten Let's Play. Leider haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gegen einen Geist so richtig kämpfen können. Deswegen habe ich mir gedacht, ich setze heute gleich nochmal ein Part hinterher und hoffe, dass wir in dieser heutigen Folge ein bisschen mehr Action sehen. Auf jeden Fall wollen wir denn jetzt erstmal anfangen. So, ja, können wir uns den Diamanten hier holen? Was? Ne, kriegen wir nicht kaputt. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was ist die denn noch? Ist ja eine Kaufwerk. Oh ja, Tada, 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 Tada. Ganz viele Tada. Los, Tada. Oh. Was haben wir jetzt in der Kiste? Oh, was war das denn? Schnellkörper? Mann, Mann, Mann. Geister hier nicht alles im Müll schmeißen. Die bauen wir jetzt erstmal hier. Oh. So. Haben wir die Couch auseinandergenommen. Und erstmal wirklich Taler gesammelt. Da können wir hier auch noch. Was gibt's denn hier noch alles rein? So. Ich glaube, haben wir auch alles. Dann wollen wir doch gleich mal weiter gucken. Also. Okay, wieso ist Luigi durchgekreuzt? König Buu hat ihn doch noch gar nicht gekriegt. War da vielleicht ein bisschen voreilig, der gute Junge. Naja, auf jeden Fall ist das ja nicht richtig. Wir sind immer noch die ersten Geister. Was machen die denn da? Wir brauchen die Löcher in die Tür. Na komm, Luigi, jetzt sei nicht gleich so panisch. Immerhin hast du jetzt ja deinen Geistersau. Also wollen wir uns doch die kleinen Schreckgespenster mal vorlegen. Ja, und das müssen wir anscheinend auch, weil ohne kommen wir anscheinend hier nicht weiter. Und jetzt schnappen wir uns den. Los, komm hin! Und los! Ha! Machen wir einen auf Hulk hier! Batsch, batsch, böser Luki! Ach nee, böser Geist war das ja, ne? Genau. Okay, den ersten haben wir schon mal. Ah, da ist ja noch einer. Ja, mir war auch so, als wenn das eben zwei gewesen wären und nicht nur einer. Also. Oh. Okay. Drei habe ich jetzt aber eben nicht gesehen. Den holen wir uns doch. Ey, der ist auf blau. Zack. Weil den holen wir uns jetzt. Los, komm her. Und wieder. Bam! 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 Naja, dieser Move passt irgendwie. Ich meine, das trägt Luigi ja auch cool. Also, haben wir hier einen kleinen passenden Run. Batsch, batsch, und auch der Geist ist besiegt. Der Move erinnert mich wirklich ziemlich stark an Hulk. Bam, bam. Naja. Okay. Noch schnell hier alles durchgucken. Kürbis. Oh, der Kürbis scheint aber irgendwie sauber zu verstopfen. Naja, egal. Bah! Dann können wir ihn schön kaputt machen. So, dann wollen wir doch mal alles leer saugen. Mal sehen, was es hier so noch zu finden gibt. Oh, da ist ein Herz. Da brauchen wir einfach nicht, ne? Und zack! Da haben wir den vorhin vergesaugt. Ist ja auch noch irgendwas Nettes. Das ist eine Werkzeugkiste, könnt ihr auch machen. Okay. Hey, da ist ja noch ein Herz. Aber wir haben alle Herzen voll, also denke ich nicht, dass wir das brauchen. Noch eine Kiste hier. Nein, noch ein. Doch, jetzt. Und da kommt noch was. Und das ist ein Donut. Geld. Daraus. Gut, dann gucken wir gleich mal weiter. Was gibt es hier denn noch? Oh nein, das Telefon klingelt. Hallo? Hier Luigi, wer da? Hm? Punkt, Punkt, Punkt. Okay, anscheinend ist da wohl niemand. Ja, dann.
Was gibt es hier denn noch alles an? Ah, das Sofa können wir noch mit Sicherheit auch wieder auseinander nehmen. Ey. Und noch ein Kürbis. Bam! Wir machen hier Kürbisschießen. Kürbisschießen. Kürbisse. Alle wieder kaputt. Okay. Da drin. Hey, Tala! Warum nichts? Ja, schon wieder dieses bösartige Feuerwerk. Na gut, mal nach oben. Na, was sagt er jetzt denn? Bom! Noch irgendwas zu holen? Den können wir doch bestimmt noch gebrauchen. Etwa nicht. Egal. Jetzt saugen wir hier erstmal alles weg. So. So. Taschenlampe Bang. Und hey, da stand alles versteckt. Oh, ein Diamant. Ah, mal sehen, wofür die wir die später noch gebrauchen können. Auf jeden Fall werden wir erstmal das ganze Ware hier einsammeln. Ah, schön mit dem Sauger. Rumpel, 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 rumpel. Ah, und noch mehr. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles gebräumt. Gut. Dann gehen wir doch mal nach oben. Mal gucken, was sich hier noch so verbirgt. Ja, ein paar Münzen auf jeden Fall. Ja, noch was. So, mit einmal, da was drin. Ja, noch Münzen. So, können wir durch den Riss in der Hand gucken. Mal gucken. Oh, da. Und eine kleine Waffe. Eine Spinne. Hässliche Viecher. Mag ich überhaupt nicht. Ja, oh, da war noch was. So, noch eine Münze eingesammelt. Und ab durch die Tür. Ah! Dafür brauchten wir anscheinend den Schlüssel. Dann wollen wir doch mal gucken, was sich hier hinter der Tür verbirgt. Na, wenn das nicht der gute alte Professor ist, der scheint auch in ein Bild gefangen zu sein. Und wie holen wir den jetzt da raus? Na? Vivi, wo läufst du schon wieder hin? Da soll ich lang? Hier werde ich was finden. Okay, dann gucken wir. Ah, du sagst, hier soll ich rein, ja? Das geht nicht. Anscheinend brauchen wir noch einen Schlüssel. Na, ist hier auch wieder was im Mülleimer drin. Ja. Noch ein paar Scheinchen. Müll. So. Eingesammelt. Hier auch noch was? Oh ja. Auch noch ein paar Scheinchen. Auch was? Oh, der Durchgang scheint versperrt zu sein. Okay. Dann gucken wir doch mal, was hinter dieser Tür steckt. Okay. Na. Oh. Und mit dem Mantel. Ah. Mal wieder die Taschen dann bewegen lassen. Bam. Na, geht der Tresor. Oh, wieder ein Diamant. Noch ein anderer Tresor. Na! Jetzt
damit später irgendwas anstellen kann. Ach komm schon. Geht, zack. Bam. Oh, 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 das sind viele Schändchen, das sind viele Schändchen. Schnell allein sammeln. Los, Luigi, wir werden reich. Noch mehr hier versteckt. Ja, da war noch ein paar Münzen. Oh! Schicken wir auf die Spalte hin. Und noch ein paar Taler. Na, ist ja auch noch was drin. Staub! Pfui Teufel! Und noch mehr. Geld. Mann, die Geister müssen aber ganz schön reich sein. Überall steckt hier Geld und Gold in den Kissen und Schubladen. Hä? Was ist denn das? Aha. Einmal Blitzdingsen! Geklappt? Ja, nicht zu weit weg. Nochmal. Blitzdingsen! Yep, jetzt hat es funktioniert. Okay, da scheint auch schon der Schlüssel zu sein, den wir noch brauchen. Dann wollen wir uns den noch gleich mal schnappen. So. Und da haben wir ihn auch schon. Dann wollen wir doch mal zu dem Raum gehen, wo wir eben noch nicht reinkamen. Oh oh. Ein Geist. Luigi. Noch mehr Geister. Schnapp sie dir. Komm her! Bam! 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 Ey, wo bist du jetzt hin? Komm hierher! Wo bist du? Bam! Dich krieg auch! Nix da, abhauen hier! Nix da! Halt! Ah, verdammt, ist der mir entwischt! Bam! Und jetzt hab ich dich, ja! Jetzt hab ich dich! Und baff, da hat's eins auf die Mütze gegeben. Yes. Ach, Luigi. Luigi. Erst bist du noch am Feiern, dass du gewonnen hast, und dann fängst du auch gleich wieder an zu zittern, ne? Naja, okay. Häuse weg. Ja, können wir auch wieder dran ziehen. Und zack. Goldbahn. Eine Kiste. Noch mehr Geld. Mann. Überall das Geld. Oh. Mann, Fifi, musst du uns so erschrecken, der arme Luigi. Ich krieg dir nochmal einen Herzinfarkt. So, jetzt haben wir das Geld. Ja. Und zack, auf weg. Was haben wir denn? Oh, ein Sparschwein. Na, ich wollte doch sagen, das muss doch kaputt gehen, da muss doch Geld drin sein. Oh, was ist das denn? Eine Geisterpferde vielleicht? Uiuiui, was ist denn da noch alles rausgekommen? So. Aha. Na. Wollen wir jetzt aber mal. Der Blitzdingsen. Und dann gucken wir doch mal, was sich hier drin befindet. Na, Luigi scheint was gefunden zu haben. Ja, was mag das denn sein? Ah, okay. Damit können wir anscheinend
Dinge, die in Gemälden gebannt sind, einmal rausholen. So sollten wir auch den Professor befreien können und wahrscheinlich später unsere Freunde. Ja, schnell noch das Ganze mit Tauderjahr einsammeln. Und dann auf zu dem Professor. Na, wo ist denn die Tür jetzt gewesen? Ach da. Okay. Und wir ihn mal befreien. Sehr schön. Ach schon. Ich dachte, das sah so ein bisschen merkwürdig aus. Ich dachte, da könnte man was rausholen. Okay, dann holen wir uns mal den guten alten Professor. Und wir befreien ihn. Ah, da haben wir doch Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi, du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt in Bilder gebannt worden? Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es mit dir nicht. Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Emanuel Gitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hey, der neue Schreck weg FL-U, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, zur Tiefgarage. Na gut, dann wird hier jetzt gespeichert und ich mache auch für heute Schluss. Ich hoffe, euch gefällt der Part. Wir haben ja jetzt doch schon ein paar Geister gefangen und ein bisschen mehr erlebt. Ich möchte euch bitten, mir ein Abo dazulassen und auch ein Like. Gerne kommentiert auf das Video. Sagt mir, was ihr noch besser machen oder was ich noch besser machen soll. Und ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Also, bis dann. Ciao.